Bürgerinnen und Bürger, Menschen, Ahoi Piraten! Ahoi! Ahoi! Wir wollen heute am 70. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes über Grundrechte reden. Nicht alle, es gibt 19 Grundrechtsartikel. Wir haben einige ausgewählt, die von besonderem Interesse sind und die wir auch ganz besonders verteidigen wollen. Die Grundrechte sind ja zum größten Teil gar nicht verwirklicht. Sie sind da, man kann sich darauf beziehen, aber es ist immer ein politischer Kampf, den man darum führen muss. Trotzdem ist das Grundgesetz immer noch eine der modernsten Verfassungen mit sehr weitreichenden Grundrechten. Ich möchte behaupten, sogar auch weitreichender als die Europäische Grundrechtecharta. Und wir haben heute Gäste auf dem Podium. Ich stelle erstmal vor unseren Spitzenkandidaten für die Europawahl, Dr. Patrick Weyer, neben mir. Der wird uns vor allem auch vieles aus juristischer Sicht sagen können, denn wir führen ja eine politische Diskussion. Und das ist eben bei Grundrechten ebenso die Doppelseitigkeit. Es sind natürlich juristische Begriffe drin, die meistens nur Juristen verstehen, was genau damit gemeint ist. Aber es sind eben auch Begriffe drin, die für uns alle sehr wichtig sind, die in der Politik große Bedeutung haben. Und ich möchte jetzt bitten, dass sich unser Podium einmal vorstellt, genau, was Sie hier machen für die Piraten und wie Sie so zum Grundgesetz stehen. Ja, ich bin Marlene Zischinger aus Charlottenburg-Wilmersdorf und ich bin auch im Landesvorstand der Piraten. Ich war in der Bezirksverordnetenversammlung bei uns auch gewesen und ich habe mich hauptsächlich mit dem Artikel 16 beschäftigt, wo es auch um das Asylrecht geht. Und zwar auch daher, weil ich auch seit Jahren auch bei Willkommen im Westend auch aktiv war und immer noch auch bin und das ein sehr wichtiges Thema ist und es sich hier um der Artikel handelt, die, glaube ich, am meisten verändert wurden in den ganzen Jahren. Und ansonsten auch mit allen Schwächen, die unser Grundgesetz an manchen Stellen hat, oder sagen wir es mal positiver, mit den Verbesserungsmöglichkeiten, die es gibt und um die wir uns gerne kümmern möchten, ist das Grundgesetz schon sehr in Ordnung und wir freuen uns, dass wir es haben und gratulieren ihm herzlich zum Geburtstag. Ja, dann mache ich direkt weiter. Ich bin Zoe, ich bin heute aus München zu Gast. Ich bin dort im Bezirksvorstand und außerdem Queer-Themenbeauftragte der Piratenpartei. Ich bin heute hier vor allem für Artikel 2 und 3, nämlich die freie Persönlichkeitsentfaltung und Gleichberechtigung. Ja, als Queer-Themenbeauftragte beschäftige ich mich natürlich intensiv mit den beiden Themen, gerade jetzt im Rahmen der Reform des transsexuellen Gesetzes und Ähnlichem, die jetzt gerade vor der Tür stehen und hoffentlich mal in vernünftige Bahnen gelenkt werden können. Da gibt es noch viel zu tun. Unser Grundgesetz ist in dem Punkt eigentlich sehr gut. Gerade die freie Selbstentfaltung ist verdammt wichtig, dass sie reingeschrieben ist. Und ich bin froh, dass sie auch mit Artikel 2 schon sehr, sehr früh drin steht. Genauso Artikel 3 mit Gleichberechtigung. Es ist bei beiden noch ein bisschen was zu verbessern. Aber es ist eine sehr, sehr gute Basis und auch ich gratuliere natürlich zu 70 Jahren Grundgesetz. Ja, hallo, ich bin Frank Herrmann, ich bin aus Düsseldorf heute hier hingekommen, bin dort Landesvorsitzender der Piraten, habe mir für heute den Artikel 13 vorgenommen, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen Rückzugsraum hat, wo man tatsächlich privat sein kann, wo man selbst sein kann und vom Staat geschützt ist. In die Details steigen wir gleich noch ein bisschen ein. Ja, ich gratuliere natürlich auch zu 70 Jahren Grundgesetz, dem Grundgesetz gratuliere ich. Ich hoffe, dass es noch viele weitere Jahre vor sich hat, auch in einem guten
frischen Zustand. Was ich am Grundgesetz besonders mag, ist, dass es im Kern in den ersten Artikeln sehr kurz und knapp formuliert ist, relativ klar eigentlich. Es gibt wenig dran rumzudeuteln. Und das zeichnet auch die neueren Artikel, also die Erweiterungen aus. Da wird sehr viel umgeschrieben und umschrieben. Und die Ursprungsartikel sind eigentlich ja, relativ klar, das zeichnet das Grundgesetz aus und ist ein gutes Gesetz, auf das wir ja alle gut aufpassen wollen. Und last but not least, Patrick, du hast das Wort. Wie ist dein Resümee, 70 Jahre Grundgesetz? Ich glaube, das Grundgesetz, und du hast angesprochen, was seine Besonderheiten auch sind im Verhältnis zu anderen Grundrechtskatalogen, muss man halt auch historisch vor dem Hintergrund betrachten, dass man damals das NS-Unrechtsregime noch sehr nah vor Augen hatte. Und das war auch ins Innere hin ein Polizeistaat, wo der Staat quasi unbeschränkte Befugnisse hatte. Und ich glaube, dieser unheimliche Machtmissbrauch, den man da erlebt hatte, das ganze Land ja letzten Endes und auch viele andere Länder mit in Krieg und Elend gestürzt hat. Das war der Grund dafür, warum man so ein starkes Grundgesetz bauen wollte und auch die Macht des neuen Staates so stark auch regulieren wollte. Es gibt Bestimmungen über das Bundesverfassungsgericht, das haben nicht alle Verfassungen. Es gibt Beschränkungen, was den Einsatz der Bundeswehr angeht. Die Polizeigewalt ist sozusagen föderalisiert, ja, keine zentrale Staatspolizei, vor allem keine geheime Staatspolizei eigentlich mehr. Und ich glaube, das ist historisch zu erklären. Und man kann ja bis heute noch sehen, dass wir in Deutschland einen ziemlich starken Grundrechtsschutz haben, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind teilweise sehr weitgehend. Auch ein US-amerikanischer Supreme Court, dem ja das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen nachgebildet ist, würde es nicht wagen, dem amerikanischen Präsidenten hereinzuregieren, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Also da können wir schon stolz drauf sein. Ja, danke Patrick. Wir haben für diese Veranstaltung 70 Jahre Grundgesetz, Grundrechte verpflichten, eine kleine Broschüre erstellt. Die liegt euch auch bei den Thementischen vor, wo eben zu jedem der 6 Themen, die wir ausgewählt haben, eine kleine Einführung steht. Und außerdem dann noch anschließend die Grundrechtsartikel sowie Artikel 20 und Artikel 79 als Synopse, also wo ihr direkt sehen könnt, wie sahen sie im Original aus und was wurde da verändert. Und das, was verändert worden ist, war überwiegend schrecklich. Es gibt auch ein paar positive Veränderungen, da werden wir auch drauf zu sprechen kommen bei den entsprechenden Thementischen, aber im Großen und Ganzen ist das Grundgesetz entstellt worden. Und ich hatte eben eine Umfrage auf Twitter gestartet, wo ich gefragt habe, welche Grundrechtsänderungen haben das Grundgesetz am meisten beschädigt. Und da gab es eben 3, die ja wirklich zur Auswahl standen. Einmal die Notstandsgesetze 1968, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Der Asylkompromiss von 1993 und der große Lauschangriff von 1998. Und gut, es haben 342 Leute abgestimmt. Das ist schon eine ganze Menge für so eine kleine Twitter-Umfrage. Und 55% meinen, dass der große Lauschangriff das Grundgesetz am meisten beschädigt hat. Das hätte man fast erwarten können, sind ja auch Piraten. Der Asylkompromiss kommt auf 25% und die Notstandsgesetze auf 20%. Gut, ihr könnt jetzt am Ende dieser Diskussionsrunde mit den Thementischen dann vielleicht beurteilen,
ob ihr diese Reihenfolge auch teilt. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, gerade beim Asylkompromiss, das werden wir sehen, war die Beschädigung sehr groß, aber die Wirkung nicht so gravierend, weil eben dort als Auffang der Ankerartikel, nämlich Artikel 1 Absatz 1, eben auch vom Bundesverfassungsgericht genutzt worden ist, wenn eben Artikel 16 nichts mehr, 16a nichts mehr hergab. Gut, kommen wir zu Thementisch 1. Meinungsfreiheit und Fernmeldegeheimnis. Das ist natürlich eines der Themen, die die Piraten besonders betreffen oder besonders eben auch auf ihre Fahne geschrieben haben. Vor allem eben mit den Möglichkeiten der Überwachung im Internet, zur Vorratsdatenspeicherung und so weiter, was ja alles Eingriffe in diese Grundrechtsartikel sind. Und besonders jetzt Artikel 13 oder Artikel 17 der neuen europäischen Urheberrechtsreform, die ja unserer Ansicht nach dazu führen wird, dass ganz schwer auch in die Meinungsfreiheit eingegriffen wird. Das werden wir in den nächsten Jahren noch sehen. Aber insgesamt muss man eben sagen, dass speziell eben das Fernmeldegeheimnis natürlich aus alten Zeiten stammt. Das müsste eben zu einem generellen Kommunikationsgeheimnis erweitert werden. Und das Wichtigste nach unserer Auffassung, Meinungsfreiheit kann nur dann gewährleistet werden, wenn es auch ein Recht auf Anonymität und Verschlüsselung gibt. Ja? Und das ist ja gerade auch in Gefahr. So, ich gebe mal rüber zu Thementisch 1. Habt ihr da schon drüber diskutiert? Oder? Ja. Ja, also ich habe versucht, die Pluralität der Meinungen zu kondensieren und würde dann direkt einsteigen mit Artikel 13. Also jetzt nicht mit dem großen Lauschangriff, sondern weil es jetzt gerade, also jetzt mit dem Artikel 13 der Urheberrechtsreform im Europäischen Parlament beschlossen oder Artikel 17 eben. Da ist es ja also meiner Meinung nach auch so, dass eben, ich sag mal, spätestens ein Upload-Filter den Artikel 5 betrifft. Und da hätte ich eine Frage dazu. Wie aussichtsreich wäre jetzt eine Klage über Artikel 5 des Grundgesetzes gegen Artikel 13 des Urheberrechts? Also haben wir da eine Chance? Artikel 10 ist meiner Meinung nach ziemlich schwammig formuliert. Ist ja gerade schon so ein bisschen rausgeklungen, dass von vorne weg die Gesetze klar und dann weniger klar werden. So. Und Artikel 10 steht vielleicht schon zu weit hinten. Da steht ja, ein Eingriff kann nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das würde ich eigentlich immer denken. Also heißt für mich eigentlich dann an der Stelle, ein Eingriff kann immer erfolgen. Wir müssen es nur beschließen. Und dann kommt auch noch eine ganze Latte von Argumenten, wann es der Fall sein kann, demokratische Grundordnung und so weiter. Das ist dann so der Klassiker, wie man unterstellt jemandem Terrorismus und dann darf man alles tun. Also wenn ich den Artikel 10 sehe, jetzt als Laie, als juristischer Laie, habe ich wenig Hoffnung, dass der hilft, irgendwas davon wegzuklagen. Aber wie sieht es mit Artikel 5 aus? Ja, wer? Na gut, Patrick, bitte. Also zunächst mal muss man sagen, dass eine Einschränkung der Grundrechte liegt natürlich darin, dass es die EU gibt. Denn Europarecht hat Vorrang vor nationalem Recht und folglich auch sogar vor unseren Grundrechten. Das hat die Große Koalition unter anderem dazu ausgenutzt, um die Wiedereinführung einer Sperrklausel zur Europawahl zu beschließen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach entschieden, es ist verfassungswidrig. Dann hat man es über das EU-Recht eben eingeführt. Das bedeutet jetzt für die Urheberrechtsreform Folgendes. Wir müssen abwarten, bis sie umgesetzt ist, denn die Urheberrechtsrichtlinie gilt nicht unmittelbar, bevor sie umgesetzt ist, sondern erst ab Umsetzung. Danach kann jemand vor Gericht ziehen, der betroffen ist. Zum Beispiel jemand, dessen Video eben zu Unrecht ausgefiltert wurde. Ja? Der müsste dann klagen dagegen und zwar vor einem deutschen Gericht gerne auch. Ich würde sagen, er müsste wahrscheinlich den Anbieter verklagen, nämlich darauf, entweder sein Video hochzustellen oder es zu unterlassen, diese Filter einzusetzen. Und das Gericht, bei dem er klagt, das müsste dann prüfen, ist das mit den
europäischen Grundrechten, also mit der europäischen Grundrechtecharta vereinbar. Und darin gibt es natürlich auch ein Recht auf Meinungsfreiheit. Und du hast vollkommen recht, das schränkt natürlich empfindlich die Meinungsfreiheit ein, wenn ein Algorithmus, der von einem privaten Konzern programmiert ist, entscheiden kann, Computer says no, also diese Meinung darfst du nicht äußern. Und es erinnert einen ja auch so ein bisschen an eine Passage im Artikel 5 des Grundgesetzes, wo es heißt, eine Zensur findet nicht statt. Und da ist übrigens auch genau das gemeint mit Zensur. Zensur in diesem Sinne bedeutet eine Vorabzensur. Das heißt, bevor etwas überhaupt erst veröffentlicht werden darf, entscheidet eine staatliche Stelle es nicht. Und das heißt, in der Europäischen Grundrechtecharta gibt es ein solches Verbot so nicht. Aber es gibt die Meinungsfreiheit und die ist eingeschränkt. Und wenn denn das deutsche Gericht Zweifel hat an der Vereinbarkeit, legt es das dem Europäischen Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg vor. Und der entscheidet darüber, sind die Upload-Filter vereinbar, ist die Urheberrechtsrichtlinie vereinbar mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Erfahrungsgemäß ist es oft so, dass solche Grundsatzentscheidungen Ja-Aber-Entscheidungen sind. Wie bei vielen Überwachungsgesetzen auch, hat dann das Verfassungsgericht entschieden, ja, ihr dürft grundsätzlich Staatstrojaner, aber unter den und den hohen Voraussetzungen. Ihr dürft grundsätzlich Vorratsdatenspeicherung, aber. Und deswegen befürchte ich, dass es auch beim Upload-Filter, das ist aber nur ein wild geraten von mir, darauf hinauslaufen könnte, dass der Europäische Gerichtshof höhere Anforderungen an die Technik stellt. Sie darf sich nicht so oft irren. Du musst schnell ein Recht auf Abhilfe haben, wenn falsch entschieden wird von dem Filter, was weiß ich. Also höhere Schutzvorkehrungen. Aber ich weiß nicht, ob es uns gelingt, die Upload-Filter als solches komplett wegzuklagen. Es könnte sein, dass es eine politische Entscheidung ist. Und deswegen auch der Appell an uns, auch als Partei natürlich, politisch dagegen zu arbeiten, gegen die Idee, dass Upload-Filter was Nützliches und Sinnvolles sind. Ja gut. Darf ich nochmal nachfragen? Besonders, um jetzt mal nochmal ein bisschen zu verallgemeinern, ein besonderes heißes Eisen finde ich ja die Tatsache, dass europäisches Recht eben selbst die Verfassung bricht, also selbst das Grundgesetz bricht. Ist das jetzt, sag ich mal, das hier betrifft ja auch alle Staaten, ist eine Sache, die in meinen Augen relativ wenig diskutiert wird eigentlich. Und wird es als eine Gefahr bewertet? Ich frage es mal ganz platt. Also wundert mich auch fast ein bisschen, dass man nicht von europakritischen Staaten da dann mehr Angriffe in diese Richtung hört, dass es sich da vielleicht haben die ihr Grundrecht, europakritische Staaten haben ja manchmal auch ein komisches Grundrecht. Sag ich mal, jetzt ein bisschen überspitzt, vielleicht haben die das dann eh schon aufgegeben, dass das Grundrecht irgendwie was zu bedeuten hätte, aber ist es eine Gefahr für uns, dass dann sozusagen unser Grundgesetz durch Europa zerstört wird, oder haben wir gerade das Problem, dass es eher nationalstaatlich zerstört wird, was ja gerade schon dargestellt wurde? Also im Endeffekt ist die Idee dahinter, Europarecht muss einheitlich in der ganzen EU gelten und dann deswegen kann es nicht mehr sein, dass jeder einzelne Mitgliedstaat in seine Verfassung was schreiben darf, was dann Vorrang hat vor EU-Recht. Das ist vielleicht insofern auch ganz sinnvoll, als in Staaten wie Ungarn man ganz froh darüber ist, dass die nicht in ihre Verfassung schreiben können, was Orbán gerne hätte. Also insofern ist es vielleicht gar nicht falsch. Aber erstens fehlt auf EU-Ebene die Verfassungsbeschwerde. Du hast keine Möglichkeit, direkt gegen EU-Recht zum Europäischen Gerichtshof Verfassungsbeschwerde einzulegen, der muss den ganzen Instanzenzug erstmal durchlaufen. Und zweitens, die EU ist nicht Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das ist ein Instrument, ja, was es schon sehr lange gibt, viel länger als die Grundrechtecharta. Und was vor allem ein Gericht hat, was speziell für Menschenrechte zuständig ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und das unterscheidet ihn von dem EU-Gerichtshof, denn der ist für alles Europarecht zuständig, auch für Marktfragen und Beamtenrecht und was weiß ich. Der ist kein spezielles Verfassungs- und Grundrechtsgericht. Und deswegen sehe ich darin schon auch eine Lücke.
dass die EU immer noch nicht dieser Europäischen Menschenrechtskonvention und vor allem noch nicht den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anerkennt. Denn das würde dazu führen, dass man nochmal in eine Art Berufung gehen kann. Wenn der EuGH nicht menschenrechtsfreundlich entscheidet, könnte man das dann nochmal überprüfen lassen vom Menschenrechtsgerichtshof. Ich glaube, das muss das Ziel sein, den Grundrechtsschutz zu verstärken auf EU-Ebene. Und dass wir jetzt in Deutschland ein Stück weit den delegiert haben, das ist eben eine Entwicklung, die für sich genommen nicht problematisch ist, aber halt nicht zu einer Absenkung des Grundrechtsschutzniveaus führen darf. Ja, FD, hast du noch eine Nachfrage? Nee, ich hätte nochmal eine thematisch andere Frage. Kann man vielleicht auch später machen, wenn wir jetzt in dem Thema Menschenrechte, Grundrechte tiefer drin bleiben, vielleicht auch piratennahe Themen. Ich hätte sonst zu Artikel 5 Absatz 3 nochmal eine Frage zur Wissenschaftsfreiheit, weil ich ja Wissenschaftler der TU Berlin bin. Kann ich aber auch später nochmal fragen. Die 5 passt doch. Ja, dann die ist nämlich sehr konkret. Wir kämpfen ja an der TU Berlin auch immer um die Partizipation von Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der akademischen Selbstverwaltung. Und jetzt heißt es ja in Artikel 5 Absatz 3, Wissenschaft, Forschung und Kunst sind frei, verpflichtet natürlich zur Treue der Verfassung. Das ist eigentlich die einzige Einschränkung an der Stelle. Also erstmal heißt es, es ist frei. Und es gibt jetzt so ein bahnbrechendes Urteil, ja das Hochschulurteil, das dann Nachgang nach 1968, als auch Drittelparitäten eingeführt wurden an manchen Universitäten, also dass Studierende auf Augenhöhe mit Professorinnen und Professoren mitentscheiden durften. Da hat dann das Verfassungsgericht damals ja das eingeschränkt und gesagt, es ist also so, dass in Gremien die inhärenten Belange von Forschung und Lehre betreffen, doch die Professoren quasi die Mehrheit haben müssen. Und das steht jetzt zum Beispiel auch im Berliner Hochschulgesetz, steht in ganz vielen Gesetzen drin. Und das hat mich irgendwie, wenn ich mir jetzt einfach nur diesen Artikel durchlese, wundert mich das. Das Verfassungsgericht hat sogar festgestellt damals, dass da ja nicht von Professorinnen und Professoren die Rede ist. Da ist die Rede von Forschung und die ist frei. Das heißt, jeder, der forscht, ist im Prinzip doch frei darin, es zu tun. Und mich hat es ein bisschen gewundert, dass man daraus dann so ein weiteres ableitet, dass sozusagen einer bestimmten Gruppe, nämlich Professorinnen und Professoren, da so viel Entscheidungsbefugnis in dem Artikel zugeteilt wird, aber Studierenden, die ein Fach studieren, jetzt zum Beispiel nicht. Wie würdet ihr das sehen auf dem Podium oder Patrick, vielleicht speziell als Experte in dem Bereich? Ich kenne dieses Urteil nicht genau, aber ich denke, das Verfassungsgericht hat argumentiert, damit eine freie Wissenschaft möglich ist, müssen die Wissenschaftler eben auch an ihren Hochschulen das Sagen haben. So wird wahrscheinlich die Argumentation gewesen sein. Vielleicht kann man da so ein bisschen differenzieren, wie das ja jetzt auch bei den Kirchen angedacht wird. Da wird ja differenziert zwischen dem Bereich Verkündigung und den verkündigungsfernen Bereichen. Also alles, was direkt mit Religionsausübung zu tun hat, unterliegt dann Kirchenrecht. Da will der Staat nicht hineinregieren. Aber was jetzt zum Beispiel die Arbeitsbedingungen für Reinigungskräfte angeht, das ist sozusagen verkündigungsferner Bereich. Und da gibt es schon einige Gerichtsurteile, vor allem von internationalen Gerichten, die sagen, da können sich die Kirchen nicht mehr darauf berufen, dass sie nicht den Grundrechten unterworfen seien. Und vielleicht kann man das auch im Hochschulbereich fruchtbar machen, diesen Ansatz. Und dann überlegen, Wissenschaft und Forschung, was ist da der Kernbereich, der frei bleiben soll? Und was sind die Rahmenbedingungen, wo vielleicht eine stärkere Mitbestimmung möglich ist? Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht diese Rechtsprechung vielleicht fortentwickeln könnte heute. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da sind wir sogar auf dem richtigen Weg. Schöne, klare Formulierung für das, was sich oft so an der TU Berlin treibt, dass es heißt, dann müssen wir halt andere Wege finden. Hast du nochmal schön, glaube ich, gesagt, welche Wege das dann wären. Und ich gebe dann, glaube ich, mal weiter. Vielen Dank. Ja, danke. Wir sind mit dem Thementisch 1 jetzt tatsächlich durch. Die Zeit läuft uns auch ein bisschen weg. Und kommen zu Thementisch 2. Da geht es nur um Artikel 13 des Grundgesetzes, die Unverletzlichkeit der Wohnung.
Dazu erstmal eine Stellungnahme von Frank. Tja, eine Stellungnahme. Was sage ich zum Artikel 13? Du hast eben ja, danke für diese Twitter-Umfrage, die du gemacht hast, dass jetzt ausgerechnet der Artikel 13 gewonnen hat, gewonnen im Negativsinn, als derjenige, der sich am stärksten verändert hat von der Ursprungsfassung zur heutigen Fassung. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Wobei natürlich der große Lauschangriff, um den es da ja geht, ja, schon auch was sehr, sehr Einschneidendes war und ist. Wenn man den Artikel 13 in der Ursprungsfassung, ich hätte jetzt zwar wahrscheinlich noch die Zeit, den ganz vorzulesen, weil er war nämlich sehr kurz mit vier Absätzen. Und der erste sagt dann ganz klar und sehr deutlich, die Wohnung ist unverletzlich. Und das ist ein Satz. Ein Absatz, der ja grundsätzlich etwas sagt, und zwar sagt er, was dem Staat vom Bürger aus, dass für den Bürger die Wohnung ein Rückzugsraum ist. Und das sagt er so relativ klar. Und im zweiten Satz steht dann halt noch, wenn da der Staat etwas machen will, eine Durchsuchung machen will, dann darf er das nur, wenn ein Richter darüber befunden hat. Und das heißt also die dritte unabhängige Gewalt. Das heißt, die Exekutive darf da nicht von sich raus, weil sie jetzt meint, irgendwas ist gefährlich, sondern es muss eine unabhängige Stelle immer noch entscheiden, um dann diesen schweren Eingriff, die Unverletzlichkeit der Wohnung zu stören. Also eigentlich eine sehr klare Regel. Und vor dem Hintergrund ist dann natürlich schon verständlich, als jetzt die elektronische Wohnungsdurchsuchung durch den großen Lauschangriff eingeführt werden sollte, dass die Diskussion darüber auch so groß und so stark war und so einflussreich, dass sie eigentlich bis heute nachwirkt. Und wir hatten, glaube ich, den relativ einmaligen Fall, dass im Rahmen dieser Diskussion eine Ministerin, die damit befasst war, zurückgetreten ist, weil sie sagte, das, was die Regierung da macht, diesen Eingriff in die Grundrechte, könne sie nicht mittragen. Und hat also im laufenden Verfahren ihr Amt niedergelegt. Ich glaube, das ist bei keiner anderen Geschichte so passiert. Und ich nenne jetzt auch nochmal dann ruhig den Namen, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ist wirklich eine tolle Sache gewesen. Da gibt es eine Partei mit so einer komischen Farbe, die zehrt da noch heute von. Jetzt muss man aber sagen, es war tatsächlich nicht die Partei, die das gemacht hat, es war diese eine Frau, die Größe hatte, diesen Schritt zu gehen. So, das macht deutlich, wie wichtig das ist. Und wie gesagt, eben hat ja auch in der kleinen Umfrage die gewonnen, der große Lauschangriff als einschneidendster Punkt. Jetzt ist es so, durch diese Änderung, der Artikel hat sich ungefähr vom Umfang her verdreifacht durch die Einführung des großen Lauschangriffs. Und ein Absatz sagt auch, dass halt der Bundestag und jährlich unterrichtet werden muss, wie das Gesetz und wie der Artikel angewendet wird. Und das ist auch eine sehr gute Sache und das ist tatsächlich, erfolgt das auch jedes Jahr mit einigem zeitlichen Abstand. Und noch, soweit ich weiß, hat es auch noch niemand versucht, abzubiegen, diese Informationspflicht. Steht ja auch im Grundgesetz, sollte also auch bestehen bleiben. Und es ist so, dass dieser große Lauschangriff relativ wenig angewendet wird, zum Glück. Die Absätze 5 und 6, die sind regelmäßig, werden nicht angewendet und in einer einstelligen Zahl von Fällen werden diese hier sehr genau beschriebenen Eingriffe wegen einer besonders schweren Straftat aufgrund richterlicher Anordnung
mit den Abhörmaßnahmen, die da durchgeführt werden. Einstellige Anzahl von Fällen in den letzten Jahren. So, das ist aber etwas, da sollte man sich nicht ruhig zurücklehnen und sagen, dann ist ja gut, weil ich bin da schon durchaus der Meinung, es gibt noch ein paar andere Maßnahmen, die oder auch Werkzeuge, die staatliche Stellen haben, die sie vielleicht einsetzen, man weiß es nicht so genau. Das muss man noch mal ein bisschen ausforschen. Zum Beispiel gibt es das Thema Sicherheitslücken in elektronischen Geräten, die ja staatliche Stellen durchaus nutzen könnten und nutzen wollen auch. Es gibt dann zum Beispiel nicht nur jetzt die Alexas der Welt, sondern es gibt auch die Smart TV-Geräte, die technische Fähigkeiten haben, wo man mal reinhören kann. Und da weiß ich nicht, das müsste man noch mal mit dem Juristen vielleicht hier auf dem Podium auch besprechen, inwieweit so eine technische Lücke direkt als großer Lauschangriff zu werten ist oder ob das vielleicht etwas in einen anderen Rechtsbereich reinfällt. Und zwar, was mir da besonders einfällt, ist etwas, es gibt sogar in den technischen Parametern zu den Smart-TV-Geräten konkrete Vorgaben, dass da Schnittstellen für Law Enforcement enthalten sein müssen, damit die reinhören können, damit die benutzt werden können. Und ja, so gibt es also Mittel und Wege, in die Wohnung reinzukommen. Ganz abgesehen übrigens natürlich von den Privatfirmen, die sich hier per Einwilligung das Recht herausnehmen, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die wir jetzt hier gerade so sehr hoch hängen, dass die staatlichen Stellen nicht reinhören. Die privaten Firmen, die haben ja einen sehr viel leichteren und sehr viel einfacheren Zugang. Das ist aber, glaube ich, vielleicht eine eigene Diskussion, wobei man sollte das auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir hier die Wichtigkeit des Lauschangriffs, wie gesagt, so hochhängen, aber gleichzeitig bei der Alexa einfach OK klicken und uns bei allem belauschen lassen, was wir dazu den ganzen Tag machen und auch noch wissen, dass es ausgewertet wird. Also das sind sicherlich Dinge, da muss man sich wirklich mal überlegen, wo man steht und ob das so richtig ist. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit weiterreden über die Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn wir von dem Thementisch keine Frage bekommen, oder gibt es vielleicht eine Frage? Doch, die gibt es. Hallo. Danke Frank. Thementisch gleich, weil du hattest eine konkrete Frage gestellt. Also wichtig dabei ist, das steht auch in unserem Heft, dass großer Lauschangriff bedeutet, dass Mikrofone in der Wohnung angebracht werden. Wenn Telekommunikation abgehört wird, fällt das eben unter Fernmeldegeheim. Die Frage ist tatsächlich interessant. Könnte Alexa einen großen Lauschangriff darstellen? Also ich würde das genauso sehen wie du, Alexander, dass wenn die Telekommunikation überwachen und man dadurch sozusagen auch Gespräche, die in der Wohnung geführt werden, mithört, dann fällt das wohl nicht unter Artikel 13. Aber wenn die sich in ein Smart TV einhacken, und zwar gezielt dieses Mikrofon oder die Kamera nur dazu aktivieren, um die Wohnung zu beobachten, dann finde ich, fällt es darunter. Denn hier steht ja, wenn ihr das lest, technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen eingesetzt werden. Und das ist ja genau das. Der Smartphone ist dann das technische Mittel, was eben zur Überwachung der Wohnung eingesetzt wird. Und da finde ich, fällt das drunter. Das dürften sie also nicht. Übrigens gab es eine Anfrage, ob die deutschen Sicherheitsbehörden auch auf die Aufzeichnung von Alexa und Co. zugreifen. Und die Beantwortung ist verweigert worden, aus Sicherheitsgründen. Könnte man diese Frage nicht beantworten. Woraus man quasi schon schließen kann, natürlich das, was bei Amazon und so weiter und Co. liegt an Aufzeichnungen, natürlich kommen da auch die staatlichen Behörden ran. Danke, Patrick. Und jetzt kommt auch mal der Thementisch zu Wort. Welche konkreten Fragen gibt es? Was habt ihr da zu diskutieren? Also, ich habe dazu zwei konkrete
Dinge zu beklagen mit hier dem Artikel 13. Und zwar halten sich meiner Meinung nach weder die Bürgerämter noch die Wohnungsämter noch die Grundsicherungsämter an die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ja? Hör? Hör? Ja? Okay. Okay. Die Grundsicherungsämter können unangemeldet auftauchen. Man muss sie zwar nicht reinlassen, aber sie tauchen auf und sie überprüfen die Wohnung. Also ich bin selbst Zeuge geworden von so einem Vorfall. Das ist sehr schockierend. Und die Bürgerämter, die geben jede Ummeldung sofort an die Funk- und Fernsehgebühren Einzugsstelle weiter. Also es sei denn, man verwendet diese Karte, die wir verteilt haben, Gutschein für ein Stück Freiheit und legt Widerspruch dagegen ein, aber dass die Wohnungen von den Grundsicherungsämtern derartig unangemeldet kontrolliert werden können, das kann eigentlich nicht sein. Also ich fühle mich auch völlig belästigt, nicht nur in Berlin, ja? Ja, also es gibt dieser Punkt, könnte ich auch kurz was zu sagen, weil das ist ein Teil, der natürlich tatsächlich aus dem Ursprungsteil des Grundgesetzes stammt. Der letzte Absatz des Artikel 13, dass Eingriffe und Beschränkungen zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung von der Raumnot, der Bekämpfung von solchen Gefahren oder zum Schutz gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Das sind Einschränkungen, die ein bisschen das tangieren, was du gerade angesprochen hast, wobei natürlich der Punkt ist, zur Verhütung dringender Gefahren. Das ist, muss gegeben sein. Also eine einfache Besichtigung fällt da sicherlich nicht drunter. Aber du sprichst auf jeden Fall einen sehr, sehr kritischen Punkt an, weil es gibt in verschiedenen Ländern Wohnungsaufsichtsgesetz zum Beispiel. Das hat man bei uns in Nordrhein-Westfalen erlassen, weil in sogenannten Schrottimmobilien Menschen untergebracht sind. Und man sagte dann, ja, man muss also sozial, man muss da mal reingucken. Und da hat es auch Diskussionen gegeben, inwieweit der Schutz der Wohnung da beschränkt ist. Das läuft unter einer Art, wie soll ich mal sagen, Vorbehalt des Gesetzes, zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das soll also evaluiert werden. Aber es gibt auch Gerüchte schon, dass dieses Gesetz sehr häufig zum Vorwand genommen wird für Ordnungsbehörden, die normalerweise nicht das Recht haben, die Wohnung zu begehen und unter dem Vorwand, hier wohnungsaufsichtsrechtlich mal reinzugucken, werden die dann mitgenommen und gucken sich einfach mal um. So, das ist etwas, wo man sicherlich konkrete Fälle sammeln muss, belegen muss und dann mal dagegen vorgehen muss. Weil das klingt schon so nach einer Art Rechtsbeugung und da kommt man da tatsächlich nur drum rum, indem man mal wirklich konkret sammelt und dann sich mit Leuten zusammentut und klagt, um dann diesen Punkt klarzustellen. Das ist auch ein Grundrecht, das ist nicht perfekt. Es muss halt immer noch mal gerade gerüttelt werden und vor allen Dingen, wenn halt Ämter anfangen halt zu interpretieren, dann brauchst du halt Klarstellung durch Klage. Dafür gibt es die Gerichte. Ja, gibt es noch weitere Fragen, die ihr diskutiert habt oder möchte noch jemand was sagen? Gibt das Mikrofon ruhig weiter. Wie geht es denn weiter, Herr Spiel? Also wir sind mit den anderen Themen. Ja. Mit welchen Themen? Bitte. Denn? Wir sind jetzt gerade bei Unverletzlichkeit der Wohnung. Da träume ich von, seit ich Baby bin. Ja, bitte. Mietpreisbremse meinst du da jetzt? Nee. Da sind wir bei diesem Thema falsch. Ja. Das ist dann das Thema Eigentum. Ja, bitte. Ja, ich habe es erlebt bei einem Geflüchteten, der war mehr als 4 Tage in einer Klinik zur Krisenintervention
dann wurde nach 3 Tagen sein Zimmer geräumt und ich hatte denen gesagt, ich bin sein Mentor und man hat mich aber nicht hinzugezogen bei der Zimmerräume, sondern die sind einfach rein und haben das Zeug irgendwo im Keller gestellt. Wäre das schon eine Verletzung der Wohnung? Ja, also nein, das ist auch direkt eine Verletzung dieses Grundrechtsartikels. Also wir haben ja von unserem Innensenator hier in Berlin Geisel gehört, dass ja diese Gemeinschaftsunterkünfte keine Wohnung wären. Das ist also eine ziemliche Rechtsunkenntnis, oder was meinst du, Patrick? Ja, da bin ich auch der Meinung, dass das nicht haltbar ist. Ja. Also das ist jetzt immer die Frage, wenn Grundrechte verletzt werden, ja, wie klagt man die ein? Und das ist eben die Frage, es ist wo kein Kläger, kein Richter. Also da muss man sich dann zusammenschließen. Dafür gibt es dann auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty zum Beispiel, Humanistische Union. Aber auch, sag es hier, die Piratenpartei ist auch bereit, Prozesse zu führen, wenn es darum geht, solche Menschenrechtsverletzungen eben zu ahnden. Gut, gibt es jetzt zur Unverlässlichkeit der Wohnung noch weitere Beiträge? Nein. Dann gehen wir... Ja, aber Frank muss etwas früher gehen, aber er bleibt noch ein bisschen, denn... Piraten. Ja, die Frage war jetzt mal zur Europawahl, da kommen wir dann gleich noch zu. Wir haben 70 Jahre Grundgesetz, die wir gerade feiern und da gehen wir noch ein paar Artikel durch. Dann kommen wir gleich danach zur Europawahl. Ja gut, ja. Genau, denn wir kommen jetzt genau zu dem entscheidenden Thementisch 3. Da geht es um die individuelle Freiheit und die Gleichberechtigung. Das ist individuelle Freiheit, ist ja etwas, was für Piraten sehr wichtig ist. Also Freiheit steht auf unseren Fahnen, aber selbstverständlich ist es klar, dass es keine unbeschränkte Freiheit gibt. Nicht? Freiheit findet da ihre Grenzen, wo eben Rechte, Grundrechte anderer verletzt werden. Wir haben die Gleichberechtigung im Grundgesetz. Ja? Modern heißt so etwas Gender Mainstreaming, aber das hören die Leute nicht so gerne. Ja? Das ist ein Gedanke, der eher ein Grundrechtsauftrag war. Ja? Und ich erzähle da immer die schöne Geschichte von 1951, als Frauen dagegen geklagt hatten, dass Gewerkschaften spezielle Tarifverträge für Frauen und Männer abgeschlossen haben. Für die gleichen Tätigkeiten und für Frauen wurden natürlich da wesentlich schlechter bezahlt. Und das kam dann als einer der ersten, sagen wir mal, großen Fälle vor das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht musste, also weil im Grundgesetz steht drin, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, musste also sagen, dass diese Praxis, die ja jahrzehntelang auch schon früher in der Weimarer Republik der Fall war, ja, dass die nicht mehr geht. Das Schöne ist oder das Schlechte ist, dass in ihrem Urteil, in der Urteilsbegründung, weisen sie quasi einen Weg, wie man das Grundrecht umgehen kann. Weil offensichtlich dieses Denken, dass ja Gleichbehandlung, ja, wo kommen wir da hin und so weiter, noch in den Köpfen war. Und die Gewerkschaften führten daraufhin sogenannte Leichtlohngruppen ein. Daran erinnert sich vielleicht. Also da stand da nicht mehr Männer oder Frauen, aber da stand eben leichtere Tätigkeit und schwerere Tätigkeit. Das war grundgesetzkonform, aber in den Leichtlohngruppen arbeiteten dann Frauen. Und diese Praxis wurde erst dann in den 60er Jahren auch durch die Gewerkschaften politisch auch beendet. War ein langer Kampf, aber letztlich ist gerade dieses Grundrecht Freiheit und Gleichberechtigung immer noch eher ein Verfassungsauftrag. Und ich gebe mal das Wort an
Zoe, was wäre denn das zu modernisieren, auch gerade an dem Begriff der Geschlechter? Ist das alles noch zeitgemäß? Ja, also Artikel 2 ist ein Artikel, der sich kaum verändert hat, oder der sich gar nicht verändert hat im Laufe der Zeit. Deswegen gleich erstmal zu Artikel 3 der Gleichberechtigung. Es gab ja ein paar kleine Änderungen im Laufe der Zeit. Zum Beispiel eben der Artikel Männer und, also Artikel 3, Paragraph 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, war der ursprüngliche Stand, wurde dann erweitert zu Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also da wurde eben klar gesagt, wir können nicht einfach sagen, sie sind gleichberechtigt und Probleme ignorieren. Wir müssen auch darauf hinarbeiten, dass es tatsächlich so ist. Ist tatsächlich eine der positiven Änderungen im Grundgesetz. Wir sind ja eingestiegen in das ganze Thema mit der Problematik, dass leider fast alle Änderungen, die am Grundgesetz vorgenommen wurden, eher sehr negativ zu betrachten sind, eher Einschränkungen der Freiheit sind und unserer Grundrechte. Während ich zumindest hier sagen kann, bei meinem Themenbereich können wir ein bisschen positiver denken, da haben sich Dinge verbessert. Das ist nicht, dass alle perfekt sind, dass alles super ist, es gibt immer noch viel zu tun, aber es haben sich Dinge verbessert. Der Paragraph 3, also Artikel 3, Paragraph 3 wurde nämlich auch erweitert. Der lautete ursprünglich, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Das wurde dann später noch erweitert um, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also auch hier eine sehr progressive Erweiterung und es heißt im Endeffekt einfach, jeder Mensch hat das Recht, Mensch zu sein und darf deswegen nicht benachteiligt werden. Und tatsächlich ist hier eine Änderung, die aktuell in Arbeit ist. Da kam gerade vor wenigen Tagen, habe ich selber gelesen, kam ein Antrag von Rot, Rot und Grün, also von diversen Parteien. Wir hätten sicherlich auch unterstützt, wenn wir im Bundestag wären, weil wir das doch schon lange fordern, nämlich die Geschlechtsidentität mit aufzunehmen in Artikel 3. Denn es gibt sehr viele Menschen, es gibt leider sehr starke Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität. Dass es eben Menschen gibt, die sagen, ich bin trans oder sonstiges, ich bin divers. Wir haben jetzt gerade den dritten Geschlechtseintrag eingeführt im letzten Jahr, wo das Verfassungsgericht auch darüber geurteilt hat und gesagt hat, Menschen dürfen nicht aufgrund der Geschlechtsidentität benachteiligt werden. Und jetzt ist es eigentlich sinnvoll, wenn wir genau das eben auch ins Grundgesetz einfügen und genau damit nochmal erweitern und sagen, hey, es gibt schon ein Verfassungsurteil, das ist ein wichtiger Punkt, Menschen werden massiv aufgrund ihrer Identität diskriminiert, das muss sich ändern. Und das muss Teil dieses Auftrags werden, des Grundgesetzes. Ja, dankeschön. Ansonsten nochmal kurz zu Artikel 2. Artikel 2 und 3 bedingen sich teilweise gegenseitig. Artikel 2 ist eben das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit, also ich zitiere einfach mal, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ist ein sehr interessanter Punkt, weil wir quasi... Ja, kommen wir gleich noch dazu. Das machen wir gleich. Ja. Das Problem ist eben, dass sehr viele, das Interessante an Artikel 2 ist, dass wir ja hier direkt im Artikel schon eine entscheidende Einstellung haben. Denn wir reden zwar von persönlicher Freiheit und dass das Recht auf volle persönliche Freiheit da ist, aber eben nur solange man nicht andere einschränkt. Also natürlich, jeder Mensch kann sein, wer er sein will. Und das ist auch gut so. Jeder Mensch hat, also... Wenn ich sage, ich kann die Musik hören, die ich hören will, ich kann mir die Haare färben, wie ich will, solange ich Dinge tue, die niemand anderen einschränken, ich kann, jeder Mensch kann Sex haben, wie er will, jeder Mensch kann lieben, wie er will, das ist vollkommen egal. Lebt euer Leben, wie ihr wollt, solange ihr andere nicht einschränkt, ist es perfekt, ist es wunderbar, ist es vom Grundgesetz abgedeckt und das ist auch verdammt gut so. Und Artikel 2 gehört zu denen, die sich eben gar nicht verändert haben im Laufe der Zeit und das liegt man auch daran, das ist tatsächlich ein sehr gut formulierter Artikel, der auch heute noch sehr stabil ist und eigentlich auch für mich weiterhin sehr, sehr gut aussieht. Ich finde ihn wunderbar. Und ja, hier kam gerade eine Anmerkung bezüglich der Diskriminierung.
wurde eben, also wir hatten es gerade, Geschlechtsidentität, Sexualität steckt ja schon lange drin. Und trotzdem wurde auch, obwohl von Anfang an Sexualität, Sexualität steht tatsächlich nicht drin, vergesst, was ich gesagt habe, Geschlecht steht drin. Also Sexualität steht tatsächlich noch nicht drin, das muss noch mit hinzugefügt werden. Wir müssen es hinbekommen, also es passiert jetzt schon, Menschen dürfen nicht mehr aufgrund ihrer Sexualität diskriminiert werden. Eigentlich, es passiert leider dennoch. Sowohl Geschlechtsidentität, Sexualität, alles was in dieses Spektrum fällt. Es sind immer noch Punkte, für die Menschen diskriminiert werden. Menschen kriegen Jobs teilweise nicht, weil sie anders sind. Weil irgendjemandem das nicht passt. Und das ist etwas, da muss das Grundgesetz ergänzt werden, da muss Artikel 3 ergänzt werden. Das muss mit aufgenommen werden, damit wir dann endlich sagen können, das steht im Grundgesetz, ihr müsst euch dran halten. Es gibt jetzt schon diverse Urteile, die besagen, dass das eigentlich nicht passieren darf. Beziehen sich dann alle auf Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und eben auch auf Artikel 2, auf das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Aber es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man das einfach nochmal festschreiben könnte und sagen könnte, da steht es explizit. Sexualität, Geschlechtsidentität, all das sind Punkte, für die nicht diskriminiert werden darf. Dazu eine ganz interessante Anmerkung, denn das Thema ist ja schon lange im Gespräch, es wird schon lange gefordert. Wohlgemerkt vor allem aus der ich sage mal im allerweitesten Sinne linken progressiven Szene. Also sehr viele, also alle Parteien, eigentlich alle Parteien, die man irgendwie im weitesten Sinne im linken Spektrum fordern kann, fordern das. Gerade auch die konservativen Parteien haben sich lange sehr stark dagegen gewehrt und tun es teilweise immer noch. Unter anderem aus religiösen Gründen. Aber es ist tatsächlich interessant, dass sich jetzt mittlerweile, ich habe gerade vor ein paar Tagen davon gelesen, dass ein wichtiger CDU-Funktionär, mir fällt der Name leider gerade nicht ein, sich mittlerweile ganz explizit in einem Interview gesagt hat, es gibt so viel Hasskriminalität in Bezug auf Geschlechtsidentität, dass jetzt ein Zeichen nötig ist und wir es jetzt aufnehmen müssen ins Grundgesetz. Und das kam von einem CDU-Mann und das zeigt, wie problematisch die Situation tatsächlich ist. Und da kann ich sagen, ich wünsche, ich wüsste gerade den Namen, weil ich würde diese Menschen gerne persönlich meinen Respekt aussprechen, weil gerade in dieser Partei hört man sowas ja nicht so gerne. Aber ja, da bin ich sehr froh, dass wir da scheinbar bald den richtigen Weg gehen und es aufnehmen werden. Ja, kommen wir mal zum Tisch. Es gibt sicherlich ein paar Fragen oder Anmerkungen. Ja, erstmal vielen Dank für deine Ausführungen. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich gehe erstmal zurück auf Artikel 2. Und zwar Artikel 2 Absatz 2, den hast du leider vergessen. Und den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen Artikel 2 Absatz 2 Satz 2. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und daraus hat auch das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung herausentwickelt. Und das ist für uns Piraten ja ein ganz wichtiges Ding, dass wir nicht eingeschränkt werden dürfen in unserer Freiheit, egal wo wir sind, ob wir jetzt irgendwo hier sitzen oder auch im Internet unterwegs sind. Das Selbstbestimmungsrecht und die Daten gehören uns. Das ist auch aus diesem Artikel entwickelt und das muss man unbedingt anmerken, das gehört hier ganz dringend dazu. Informationale Selbstbestimmung. Dankeschön dafür. Ja, und zum Zweiten, zum Artikel 3, habe ich eine Frage an dich. Artikel 3 Absatz 2 sagt ja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ein ganz fortschrittliches Ding, 49, was Frau Selbert da reingebracht hat ins Grundgesetz. Du hast gesagt, es reicht nicht. Es gibt nicht nur Männer und Frauen, es gibt mehr auf dieser Welt. Könnte man das anders umformulieren, diesen Artikel? Könnte man vielleicht sagen, alle Geschlechter sind gleichberechtigt? Würde das reichen? Oder würde das noch nicht alles umfassen? Wie kann man kurz und knapp das Grundgesetz ändern, ohne es zu verwässern? Hast du da eine Idee? Ich finde Fragen zu dem Thema immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich für mich persönlich denke, für mich persönlich wäre die beste Formulierung, Menschen sind gleichberechtigt. Alle Menschen sind gleichberechtigt. Das wollte ich hören. Das Problem ist, dass es leider oft nicht ankommt. Also, ich weiß, dass manche Leute das als Verbesserung auslegen würden. Ich bin persönlich der Meinung, dass dieses typische Mann-Frau-Denken oder dieses generelle Geschlechterdenken. Wir haben jetzt, es gibt so ein breites Spektrum an Möglichkeiten, das auch wissenschaftlich erwiesen ist an vielen Stellen, dass ich es schwierig finde, einfach nur von
dem klassischen männlich-weiblichen Bild zu denken. Und ich bin der Meinung, wir müssen irgendwann den Punkt erreichen, hoffentlich möglichst bald, an dem wir einfach dieses binäre Mann-Frau-Denken überwinden und sagen können, wir sind halt, ja, es gibt Männer, ja, es gibt Frauen, es gibt Transmenschen, es gibt nicht-binäre Menschen, es gibt Agender und was weiß ich noch alles, Intermenschen, intersexuelle Menschen, es gibt alles Mögliche. Warum reden wir nicht einfach von Menschen? Das muss das Ziel sein bei dem ganzen Thema. Ja, von Menschen, richtig, Menschenrechte. Tatsächlich, um auf die Frage, wie man das formulieren könnte, haben wir ja in unserem Themenheft hier vorgeschlagen, die sexuelle Identität mit aufzunehmen. Ja, das haben wir ja, das hatte ich auch schon angesprochen, Geschlechtsidentität und Sexualität mit reinzunehmen. Richtig. Die Frage, ich wollte Patrick jetzt eigentlich nach dem Persönlichkeitsrecht fragen, aber das wurde ja auch vom Thementisch schon gut beantwortet. Deshalb einfach mal noch zu dem problematischen Begriff des Sittengesetzes. Ja, das ist wahrscheinlich eher ein juristischer Begriff. Also wir haben das ja hier in unserer Vorbereitung etwas positiv gewertet. Das heißt, dass es eine gewisse Flexibilität gibt. Das heißt, Sittengesetze passen sich an, sind eben das, was man in der Gesellschaft augenblicklich quasi als Umgangsform definiert. Ist das jetzt was Positives oder müsste man da irgendwas ändern oder das anders formulieren? Also vielleicht würde man modern sagen, dass hier das Grundgesetz verlangt, Rücksichtnahme nicht nur auf die Rechte anderer, sondern auch darüber hinaus Rücksichtnahme auf ihre Empfindungen, um das mal so zu sagen. Ja, also ein Verhalten, was zwar vielleicht nicht in Gesetzen verboten ist, aber was andere unanständig und anstößig finden, was sie verletzt. So gesehen ist es vielleicht dann eigentlich eine Art, hat man versucht, das auch in das Grundgesetz zu legen, so eine Art Rücksichtnahmepflicht aufeinander, auch wenn etwas nicht durch Gesetze verboten ist. Danke, Patrick. Wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, bitte? Ich hätte noch eine Frage zu dem Thementisch, und zwar: Das Brandenburger Paritätgesetz ist gerade sehr aktuell. Piratenpartei in Brandenburg sagt, zu verlangen, dass Listen zu 50% mit Männern und Frauen besetzt sind, ist schlecht. Es wäre besser, wenn man sozusagen dem Wähler das Recht geben würde, aus der Liste zu kumulieren und zu panaschieren. Wie ist deine Meinung zu der Frage? Ja, das ist. Ich habe schon geahnt, dass etwas zu dem Thema noch kommen wird, weil es ist gerade ein sehr umstrittenes Thema und Parität ist ein Thema, das immer und immer wieder heiß diskutiert wird. Meine Meinung ist tatsächlich dazu, ich sehe das Gesetz in seiner jetzigen Form sehr kritisch und ich unterstütze tatsächlich auch die Verfassungsbeschwerde aus verschiedenen Gründen. Das liegt einerseits daran, dass das Gesetz handwerklich nicht besonders gut gemacht ist und zum Beispiel in seiner ersten Fassung schlichtweg den Fakt ignoriert hat, dass wenige Monate zuvor das Verfassungsgericht festgestellt hat, es gibt ein drittes Geschlecht, beziehungsweise es gibt einen dritten Geschlechtseintrag und beschlossen und damit eben auch, also im ersten Gesetzentwurf war nicht mal vorgesehen, dass Menschen, die den Geschlechtseintrag divers haben, überhaupt kandidieren können. Die wären im ersten Entwurf tatsächlich vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen worden. Was natürlich nicht geht. Das hat man dann gemerkt und hat zurückgerudert, aber es zeigt, dass man sich nicht wirklich mit dem Thema befasst hat vorher. Die aktuelle Lösung in dem Punkt ist, dass man sagt, Personen, die den Geschlechtseintrag divers haben, müssen sich entweder auf die Männer oder auf die Frauenliste setzen lassen. Das Problem dabei ist eben, dass es dafür sorgt, dass wir jetzt seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten dafür kämpfen, sichtbarer zu werden und auch diesen Geschlechtseintrag zu bekommen, der immer noch bei weitem nicht, der immer noch viel zu eingeschränkt ist, sehr, sehr eingeschränkt ist, und das wird jetzt wieder unsichtbar gemacht, indem man eben sagt, ja, es gibt
es gibt zwei Listen. Es gibt eine Liste für Männer und es gibt eine Liste für Frauen. Was es sonst gibt, ist uns egal. Die können ja auf irgendeine Liste drauf. Das ist quasi das, was so ein bisschen dabei gesagt wird, was rüberkommt. Und was eben auch von diversen Verbänden kritisiert wird mittlerweile. Das Gesetz hat auch noch ein paar andere Schwächen. Zum Beispiel eben, das Problem ist eben auch, wenn man sagt, 50-50, und das sagt das Paritätsgesetz derzeit. Also es sagt, nehmen wir mal das dritte Geschlecht jetzt der Einfachheit halber raus. Nehmen wir an, eine Wahlliste hat 10 Leute für die Landtagswahl, dann muss das Mann-Frau durchgehend besetzt werden, 5-5. Und das Problem ist, dass das eben auch die Wahlfreiheit einschränkt. Ich verstehe den Hintergedanken, dass man sagen will, man möchte im Parlament möglichst nah abbilden, wie die Bevölkerung aussieht. Das Problem ist, dass das den Gedanken voraussetzt, oder das würde bedeuten, dass wir sagen, ein Mann kann nur von einem Mann im Parlament vertreten werden und eine Frau nur von einer Frau. Und das mag bei manchen Themen naheliegend sein, aber ich finde die Aussage generell auch schwierig. Und ich würde mich darüber freuen, wenn es ausgeglichen ist und wenn wir ein möglichst diverses Parlament haben. Aber ich finde es falsch, mit einer Quote festzuschreiben, es muss jetzt 50-50 sein, anstatt die Wurzel anzugehen. Man kaschiert mit diesem Paritätgesetz das Problem und sagt, das Problem existiert nicht mehr, anstatt die Wurzel anzugehen. Und das ist das größte Problem dabei. Ja, wenn ich da nur kurz ergänzen darf, es geht eben auch an der Realität der parlamentarischen Arbeit vorbei. Also es wäre genau die gleiche Sache, wenn man verlangen würde, also vor Gericht müsste die Hälfte der Anwälte weiblich sein. Ja? Nicht weil, da kommt es nicht aufs Geschlecht an, sondern was der Anwalt macht, wie gut er seinen Mandanten vertritt. Nicht? Und deswegen ist zwar das Ziel der Gleichberechtigung, dass Frauen und Männer in allen gesellschaftlichen Bereichen eben wirklich auch vertreten sind, und zwar divers vertreten sind, nicht ein Geschlecht den absoluten Vorrang hat, ist nach wie vor ein Auftrag des Grundgesetzes. Und ich sagte das eben zu Anfang auch, das ist lange nicht erreicht. Da stehen wir tatsächlich immer noch am Anfang, und ich habe auch keine Lösung, wie man eben das Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit, wie ich schon erwähnt habe, wie man die wegkriegt, wie man eben erreicht, dass Frauen in bestimmten Berufen mehr vertreten sind. Ja. Das sind Sachen, die müssen sich langsam entwickeln, und ich halte jetzt Quoten nicht unbedingt für, sagen wir mal, Teufelswerk. Die können auch helfen, ja, aber sie müssen mit Verstand eingesetzt werden. Sie müssen da eingesetzt werden, wo sie auch wirklich eine Wirkung entfalten. Dazu noch ganz kurz, du hast gerade schon so ein bisschen meinen Gedankengang vorweggenommen. Eine Quote ist nicht zwangsläufig falsch, man muss nur genau wissen, wo man sie einsetzt. Wo eine Quote in meinen Augen sehr nützlich ist, ist um tatsächlich zu sagen, man schafft einen Einstieg in eine Sache. Zum Beispiel, die Diskussion kam auf, als wir 100 Jahre Frauenwahlrecht hatten, wo ich dann zum Beispiel ganz klar gesagt habe, ich lehne jetzt in dieser Form das Paritätgesetz ab. Vor 100 Jahren hätte ich aber zum Beispiel gesagt, ja, lasst uns eine meinetwegen 10%-Quote oder ähnliches einführen, damit überhaupt erstmal Frauen ins Parlament kommen und die Chance haben zu zeigen, dass, was sie können, und überhaupt eine Chance bekommen. Dafür kann eine Quote wirklich gut sein und auch wichtig sein. Wofür eine Quote aber meiner Meinung nach nicht geeignet ist, ist zu sagen, 50-50, das Problem existiert nicht mehr. Da muss man sich angucken, wo liegt das strukturelle Problem? Wo kommt das her? Zum Beispiel, das kann sein, dass das in der Erziehung liegt, dass es in der Bildungspolitik liegt. Das kann unglaublich viele verschiedene Gründe haben, wo ganz viele miteinander reinspielen. Und da muss man ansetzen. Man muss zum Beispiel auch gucken, dass man, wenn man zum Beispiel, es wird oft gesagt, Mädchen haben nicht genug Vorbilder in der Politik oder ähnliches. Dann denke ich mir, dann müssen wir gucken, dass wir diese Vorbilder, dass wir Menschen suchen, die diese Vorbilder sein können und zeigen können, wie es richtig geht, wie man es trotzdem sein kann, und dann eben auch
den Kindern das Selbstbewusstsein weiterzugeben, eben vielleicht irgendwann mal selbst es besser machen zu wollen. Und das muss der Weg sein. Nicht zu sagen, wir haben jetzt eine 50-50-Quote, das Problem existiert nicht mehr, wir müssen uns nicht mehr weiter damit befassen. Das geht am Ziel vorbei. Gut. Das war ein Schlusswort für diesen Thementisch. Und wir kommen jetzt zum Thementisch Privateigentum, Gemeineigentum. Artikel 14, Artikel 15. Das ist tatsächlich auch im Moment einer der heiß diskutiertesten Grundsatzartikel, vor allem Artikel 15, der nämlich vorsieht, dass Privateigentum auch in ein gesellschaftliches Eigentum, also in eine Form von Gemeineigentum überführt werden kann. Der wurde so noch nie angewendet. Im Moment gibt es ja ein Volksbegehren in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass eben große Wohnungsbaugesellschaften auf Grundlage dieses Artikel 15 in Gemeineigentum überführt werden sollen. Aber was sagt uns eigentlich die Garantie des Eigentums? Wir haben eben nicht nur in Artikel 20, auf den wir noch kommen, wo das Sozialstaatsgebot drin steht, auch im Artikel 14, der das Eigentum garantiert, gewisse Einschränkungen. Das ist Eigentum verpflichtet. Das heißt, es gibt zwar die grundsätzliche Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, aber sie ist auch ein Auftrag, eine Verpflichtung an die Eigentümer mit ihrem Eigentum im Sinne der Gesellschaft sinnvoll umzugehen. Das ist natürlich am Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach auch die Erfahrung gewesen, wo es eben auch den berühmten Satz gab von der CDU aus dem Ahlener Programm: Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Insofern, und das ist vielleicht für viele überraschend, schreibt das Grundgesetz gerade in diesen Artikeln 14 und 15 keine bestimmte Wirtschaftsordnung fest. Die Wirtschaftsordnung ist im Rahmen der Grundrechte frei zu wählen durch die Politik. Aber man kann eben aus Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 20 ganz klar sagen, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ist mit dem Grundgesetz unvereinbar. Ja, jetzt wäre die Frage an den Thementisch. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Was habt ihr dazu diskutiert? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so sehe wie du, dass Kapitalismus grundsätzlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aber hier taucht in der Tat eine interessante Frage auf, die sich so im Spannungsfeld letztendlich zwischen Kapitalismus und Kommunismus bewirkt, wenn man das mal so fast aus dem letzten Jahrtausend sich anguckt. Ich weiß nicht, wo der Stand aktuell ist. Die Frage ist wirklich, und du hattest ja hier schon einen wesentlichen Punkt, also das Recht auf Wohnen, also was das auch bezahlbar ist, genannt. Wir hatten in Berlin hier ja auch den Wassertisch, wo es darum ging, eben nachdem man sich dazu entschieden hatte, das Wasser zu kommerzialisieren, weil man der Meinung war, dass das eben effizienter ist. Tatsächlich haben wohl die meisten Studien inzwischen gezeigt, dass der Zweck dieser Gesellschaften, die eben Wasser oder sonstige Versorgung übernehmen, letztendlich da möglichst viel Geld rauszupressen und die Qualität unterm Strich eher schlechter wird, weil man eben sehr lange wartet, um die entsprechende Leitung oder ähnliches instand zu setzen, teilweise die Wasserqualität sogar verringert hat und lieber Chlor beigemischt hat, sehr lecker im Kaffee und im Tee. Das ist, glaube ich, die große Frage der Zukunft, und gerade auch wir als Piraten haben das als eins unserer Hauptthemen. Muss man alles kommerzialisieren oder wäre es nicht viel schöner, wenn Menschen zusammenarbeiten und gemeinsam was auf die Beine stellen, was jeder
nutzen kann. Also einfaches Beispiel, Wikipedia oder andere Open Sources im Netz, auf die jeder zugreifen kann, ohne dafür etwas zu bezahlen, außer dass er natürlich einen Anbieter braucht, um überhaupt ins Netz zu kommen. Und das in Verbindung mit Artikel 15, wo es ja darum geht, dass unter anderem auch hier wieder das Thema Wasser weltweit, wo also Länder sich gegenseitig praktisch verschiedene Beispiele, wo Staudämme gebaut werden, wo Nationen das Wasser von einem Fluss, der durch mehrere Länder fließt, eben möglichst selber nutzen wollen und unten an der Mündung fast nichts mehr ankommt. Also der Rio Grande ist, glaube ich, auch so ein schönes Beispiel, wo also das Delta inzwischen völlig versalzt ist, weil einfach kein Wasser mehr nachfließt aus Amerika, was da in der Wüste für irgendwelche Plantagen benutzt wird und für Swimmingpools und ich weiß nicht was. Ich glaube, die Zeit ist wirklich reif, gerade dieses Thema wieder in den Blick zu nehmen. Denn die große Frage ist wirklich, was muss eigentlich der Allgemeinheit dienen und auch unter völliger Kontrolle der Allgemeinheit sein? Also letztendlich dann in Form des Staates als Vertreter der Bürger. Und hier hatte ich schon ein paar Themen genannt, aber es gibt hier wesentlich mehr. Also es geht hier eigentlich um alle Arten von wichtigen Infrastrukturen, wo man sich fragen muss, inwieweit man da die Kontrolle abgeben kann. Und da wäre es schön, vielleicht ein bisschen konkreter aus der juristischen Ecke oder auch aus der Aktivitäten-Ecke von verschiedenen Organisationen vielleicht mal da so einen Stand zu kriegen, wo da die Hauptthemen liegen oder auch vielleicht das, was hier als erstes machbar wäre, so in der Zukunft, wo man für Mehrheiten gewinnen könnte. Ja, danke an den Thementisch. Es gibt ja jetzt einige Parteien, die möchten Artikel 15 aus dem Grundgesetz streichen. Wie stehst du dazu, Peter? Ich halte davon überhaupt nichts, denn wie du zu Recht sagst, die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten die Wirtschaftsordnung offen lassen, weil man sich da auch nicht einigen konnte. Es gab nämlich einige, die wollten eine sozialistische Wirtschaftsordnung haben und andere, die eine Marktwirtschaft aufbauen wollten. Und das hat man offen gelassen und der Kompromiss sah aber vor, dass zumindest die Möglichkeit einer Vergesellschaftung auch aufgenommen wird ins Grundgesetz. Und man sieht ja in Berlin, wie wichtig das ist. Es wäre doch Wahnsinn, wenn der Staat seine Wohnungsbestände verkaufen und privatisieren darf und das dann aber nicht wieder rückgängig machen kann. Wieso denn nur so eine Einwegpolitik? Ist ja nicht einzusehen. Außerdem sieht ja der Artikel 15 auch vor, natürlich eine Entschädigung des Eigentümers. Ne? Also der bekommt schon seine Entschädigung und dann muss er es aber eben auch hinnehmen, dass es geht ja auch nicht um jedes Eigentum, sondern hier ist wirklich nur angesprochen Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel. Und das sind nun mal eben ja Eigentum, was so wichtig ist und was es nur einmal gibt, dass es da ein allgemeines Interesse daran geben kann. Und deswegen ist es wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es dabei auch bleibt. Übrigens, ein Punkt, den du noch nicht angesprochen hast bei dieser Privatisierungsdiskussion, sind die Autobahnen. Die sind ja jetzt ganz neu. Sollen die auch in eine privatrechtliche Gesellschaft überführt werden? Hochproblematisch, dass da die SPD auch zugestimmt und mitgemacht hat. Das war sehr umstritten, diese Entscheidung. Und selbst wenn das eine öffentliche Aktiengesellschaft Autobahn AG ist, bedeutet das erstmal weniger öffentliche Kontrolle. Weil in Form einer AG hast du erstmal Geheimhaltung. Die sind nur ihren eigenen Interessen verpflichtet. Das heißt, es gibt weniger Transparenz und weniger demokratische Kontrolle. Und ob das wirklich gewollt ist, ist schon so die Frage. Ja gut, danke Patrick. Also wir haben jetzt noch knapp 30 Minuten Zeit. Deswegen gehe ich jetzt sofort zu unserem fünften Thementisch, nämlich Artikel 16. Das war der Originalartikel und Artikel 16a.
Das war der Asylkompromiss. Es geht hier um Staatsangehörigkeit und Asylrecht. Und da muss man sich eben daran erinnern, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg einfach das Bewusstsein gestiegen ist, dass man so etwas wie ein Asylrecht braucht. Denn die Erfahrung war, dass sehr viele Menschen aus Deutschland eben ausgewiesen wurden, beziehungsweise die Staatsangehörigkeit entzogen bekamen und nicht wussten, wohin. Und es gab kein internationales Recht, was in irgendeiner Form das geregelt hat oder was die Möglichkeit des Asyls festgeschrieben hat. Insofern ist natürlich Artikel 16 mit dem Verbot des Entzugs der Staatsangehörigkeit, also mit der Einschränkung, dass man die Staatsangehörigkeit nur entziehen kann, wenn derjenige nicht staatenlos wird, das kann man entziehen, schon ein sehr modernes Grundrecht. Das heißt, es ist das Grundrecht, eben Schutz durch einen Staat zu bekommen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Staates, ist nämlich Schutz zu geben seinen Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch Schutz nach außen, was wir hier jetzt nicht diskutieren. Das Problem mit dem Asylrecht war, dass es in Deutschland gehandhabt worden ist nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und die Genfer Flüchtlingskonvention, die entscheidet, die unterschied sich eben von dem Grundrecht auf Asyl dadurch, dass Staaten Flüchtlinge zurückweisen konnten, wenn sie aus einem Staat eingereist waren, der den gleichen Schutz gewährt hat. Wobei eben, wie gesagt, nicht alle Staaten, die die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben haben, gewähren den gleichen Schutz. Es gibt Abstufungen, ja, deswegen ist das wichtig. Und das Problem war, dass man glaubte, 1993, in dieser aufgeheizten Diskussion, dass das ein Mangel war des Grundgesetzes, dass das Grundgesetz diese Möglichkeiten nicht vorsah. Und insofern wurde dann der sehr lange Artikel 16a mit diesen relativ unhandlichen Begriffen wie sichere Drittstaaten bzw. sichere Herkunftsländer praktisch geschaffen, die es vorher nicht gab. Sichere Drittstaaten sind einfach Staaten im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, und dass die also jetzt das gleiche Schutzrecht gewähren. Und dazu wurden eben erstmal alle EU-Staaten erklärt und noch ein paar andere, wie die Schweiz zum Beispiel. Und die sicheren Herkunfts- und sichere Drittstaaten bedeuten, dass ein Asylsuchender, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, sofort und ohne ein Verfahren dorthin zurückgeschickt werden kann. Das ist ja auch gerade jetzt wieder aktuell in der Diskussion, dieses, was Artikel 16a eben ermöglicht, konsequent durchzusetzen. Und die sicheren Herkunftsländer sind ein bisschen anders gelagert. Das sind Länder außerhalb der EU, wo man sagt, die sind an sich sicher, also da werden Grundrechte nicht regelmäßig verletzt. Und da bekommt dann ein Asylsuchender ein verkürztes Asylverfahren. Das heißt, er darf zwar den Asylantrag stellen, nur sobald er abgelehnt worden ist, ist der Rechtsweg abgeschnitten. Das heißt, er muss dann in sein Herkunftsland zurückkehren oder wo auch immer und kann aber aus dem Ausland dann noch Widerspruch einlegen. Aber das ist natürlich relativ illusorisch. Das bedeutete aber, diese ganzen neuen Rechtsbegriffe in Artikel 16a, dass es an sich unmöglich wurde, für irgendeinen Asylsuchenden nach Deutschland zu kommen. Denn alle Landwege führen eben über sichere Drittstaaten, also EU-Länder, wo er dann sofort wieder hin zurückgeschickt werden konnte. Die Luftwege wurden durch ein besonderes Flughafen-Asylverfahren dicht gemacht, wo es auch ein verkürztes Verfahren gab und der Rechtsweg abgeschnitten. Das war dann die Hoffnung dieser Grundgesetzänderung, dass Deutschland doch bitte von Asylsuchenden verschont bliebe. Wir wissen, die Realität ist eine andere. Und warum das so ist,
Das liegt eben daran, dass dieser ganze 16a von vornherein Murks war. Er ist nicht in der Lage, irgendein vermeintliches oder tatsächliches Problem zu lösen. Denn Artikel 1, Absatz 1, die Menschenwürde, greift hier als Auffangnetz. Und es gab eben vor ein paar Jahren also das wegweisende Urteil des Verfassungsgerichts eben, dass Asylsuchende nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden dürfen, obwohl Griechenland ja ein sicherer Drittstaat ist, also nach Artikel 16a müssten sie dahin zurückgeschickt werden können. Das geht aber nicht, aus Grund Artikel 1, weil dort die Menschenwürde verletzt ist, weil das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass die Menschen dort eben nicht menschenwürdig behandelt werden. Insofern, das werden wir noch sehen, ist der Artikel 1, also die Menschenwürde, immer so ein Auffangbecken, wenn andere Grundrechte versagen. Der zweite Punkt ist natürlich auch die Öffentlichkeit. Und wir haben ja also vor ein paar Jahren, also 2015, erlebt, dass eben sehr viele Menschen, sehr viele Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind und dort auch Schutz gefunden haben, mehr oder weniger. Das war natürlich eine Totalüberlastung der Verwaltung. Und es ist ganz toll, dass die Zivilgesellschaft dort eingesprungen ist. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass die Zivilgesellschaft in diesem Falle besser auch durch die staatliche Verwaltung unterstützt worden ist. Und das gebe ich eben an Marlene, die ja da sehr viel Erfahrung hat. Welche Erfahrung hast du mit 16a und den Asylverfahren in Deutschland gemacht? Ja, also ich möchte gleich auf das Letzte zu sprechen kommen, was du erwähnt hast. Ja, auch die Zivilgesellschaft hätte sich unheimlich gefreut, wenn sie mehr Unterstützung von der Verwaltung bekommen hätte und was da teilweise für Zustände geherrscht haben, also da in Moabit, und also es war unglaublich. Das hat im Grunde auch dem Artikel 1 schwerstens widersprochen, wo Leute mit ihren kleinen Kindern, ob die krank waren, was auch immer, keine Möglichkeiten hatten, überhaupt seit sie gekommen sind, sich mal irgendwie was anderes anzuziehen und dergleichen, da ewig lang vor der Behörde da kampiert haben im Grunde und dann auch später bei Wind und Wetter und dergleichen. Also es waren grauenvolle Zustände und da muss man wirklich allen Einzelnen nochmal danken, gerade von Moabit Hilf zum Beispiel, aber auch allen anderen, die an den verschiedenen Stellen dann ganz spontan aus dem Nichts kommen quasi, dann da geholfen haben. Also da hat sich gezeigt, auch in manchen Vierteln in dieser Stadt, wo man vorher gedacht hat, ist ja alles so langweilig und die sind ja nur an ihrem eigenen interessiert. Nein, überhaupt nicht. Da hat man gesehen, was für wunderbare Menschen da auch wohnen, die sich untereinander auch bei der Gelegenheit kennengelernt haben. Nur so ein netter Nebeneffekt von dem Ganzen. Ja, aber in der Tat, der Artikel ist, ja, was soll man dazu sagen? Im Grunde hätte man sagen können, kommt, streicht das, ihr meint das eh alles nicht so. Und es ist auch, wenn man so sich erinnert, also die bisschen Älteren unter uns, die erinnern sich ja noch an Zeiten, wo das ganz anders gehandhabt wurde, was aber im weltpolitischen Interesse, sage ich mal vorsichtig, also Stichwort Kalter Krieg, ganz anders gehandhabt wurde, da gab es andere Interessen. Und als dann Anfang der 90er Jahre quasi die ersten Geflüchteten damals aus Jugoslawien gekommen sind, dann hat man auf einmal gemerkt, oha, da meinen ja Leute auch diesen Artikel ernst. Was können wir da jetzt machen? Weil eigentlich wollen wir ja nicht da allzu tätig werden an dieser Stelle. Und was da herausgekommen ist, das ist wirklich ein einziger Murks. Und eigentlich hätten sie sich wirklich den vielen Text sparen können, der da jetzt so groß ist, weil es steht im Grunde nur drin, ja, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber eigentlich gibt es das gar nicht mehr. Und das ist sehr traurig, weil eben da nicht nur in der deutschen Geschichte, auch anderswo erinnert man sich, dass so etwas ganz wichtig ist, dass Leute auch mal irgendwo Schutz finden können. Und irgendwie mir erscheint das ja unmenschlich einfach, überhaupt diese Sortiererei, und du hast halt jetzt Pech gehabt, weil du jetzt dort geboren bist, und du hast Glück gehabt, weil du woanders geboren bist, also ein sicheres Herkunftsland zum Beispiel unter Anführungszeichen oder nicht. Da wird gleich mal vorsortiert, und es gibt ja auch schon so Ansätze, wie man so manches andere vorsortieren kann, auch über Algorithmen, von denen wir ja vor einer Stunde oder so gehört haben, wie irre zuverlässig auch das ist, was da herauskommt, siehe Uploadfilter. Und das geht gar nicht, weil da widerspricht man wirklich in jedem Fall diesem Artikel 1. Weil es geht um Menschen. Und das darf nie vergessen werden. Also Menschen mit
aus Fleisch, Blut und was auch immer und nicht irgendwelche Zahlen und nicht irgendwelche Fälle oder wie das sonst genannt wird. Also da ist ein Punkt, da muss das Grundgesetz wirklich mal ein bisschen Hilfe kriegen, damit es wieder dahin kommt, wo es, wie es ursprünglich gemeint war. Ja, danke Marlene. Ich komme jetzt zum Thementisch. Was habt ihr dazu zu sagen? Ja, also viel kann ich da gar nicht mehr sagen. Also zu sagen war jetzt mal klar, 16a ist Murks und 16a muss weg. Wir brauchen nur den Satz, politisch Verfolgte genießen Asyl und damit haben wir alles gesagt und alles ist gelöst. Denn der 16a hat die Sachen wirklich nur verkompliziert, aufwendig gemacht und letzten Endes niemandem geholfen. Wir sind jetzt aber auch gerade hier im Gespräch noch auf ein Randthema dazu gekommen, nämlich das Thema Waffenexporte. Das ja da ganz eindeutig dazugehört und ja, tatsächlich auch ein wesentlicher Grund eben für Geflüchtete dazu ist, dass eben Menschen hierher zu uns flüchten. Was sagt ihr denn dazu? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt dieser Artikel 1 auch außerhalb der Grenzen gelten würde, dann wäre eigentlich ganz klar, Waffenexporte geht gar nicht. Und eigentlich auch die Produktion ist ja schon schwierig, weil ich meine, mehr kann man der Menschenwürde ja gar nicht antun, als dass man Leuten das Leben nimmt. Oder die Gesundheit, je nachdem. Und es ist teilweise auch unmöglich, wenn dann geschaut wird, wer bekommt dann auch diese Waffen exportiert. Wofür, für welche Länder gibt es Genehmigungen? Da sind Länder dabei, wo jemand, der es schaffen würde, irgendwie theoretisch hierher zu kommen oder es sonst irgendwie trotzdem schafft und Glück hat, auf der Stelle eigentlich das Asylrecht kriegen müsste, also ohne langes Nachfragen, weil eigentlich klar ist, das sind Länder, in denen ist ja überhaupt, sind ja überhaupt keine Grund- und Menschenrechte oder an einer Hand abzählbar wenige Grund- und Menschenrechte überhaupt gewährleistet. Und das ist auch einer dieser Punkte, was wirklich sehr traurig ist. Und was dann auch, wenn man jetzt über Deutschland hinausdenkt, die EU, weil da wird ja die letzten Tage ein bisschen öfter drüber geredet, bedenkt. Also jedes Mal, wenn dann gesagt wird, wir sind für Frieden, wir sind für Werte, wir sind für was weiß ich was. Also spätestens an der Stelle wird es arg fragwürdig und man muss sich dann wundern, sag mal, meint ihr das überhaupt ernst, was ihr an anderer Stelle äußert? Ja, soweit so gut oder soweit nicht so gut. Ich muss nur sagen, falls sich jetzt wundern, warum der Platz rechts neben mir leer ist, Frank musste vor einiger Zeit gehen, weil er zum Zug musste. Aber ich wollte gerne FJ bitten, jetzt aufs Podium zu kommen, um auch Franks Platz einzunehmen. Denn wir kommen jetzt zum letzten Thementisch. Wir haben uns jetzt quasi so ein bisschen vorgearbeitet zu dem zentralen Anker des Grundgesetzes und gerade eben haben wir auch gehört, dass Artikel 16a eine schlimme Sache ist, aber vielleicht doch nicht ganz so schlimm, weil er eben durch Artikel 1 Absatz 1 ersetzt werden kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Satz, der für uns Piraten Programm ist. Er ist der erste Satz der Erklärung der Europäischen Piratenpartei, des Manifests. Er ist der erste Satz der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte. Und die ist ja nur ein paar Monate vor dem Grundgesetz verabschiedet worden. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieser Satz 1 ins Grundgesetz gefunden hat. Denn vorher gab es in Verfassungen und Menschenrechtserklärungen und so weiter alle möglichen Begriffe, da war von Glück die Rede, auch von Freiheit und so weiter, aber nicht von Würde. Wie kommt das nun? Gut, wir wissen, Würde kommt höchstwahrscheinlich von Samuel von Pufendorf, der hier in der Nähe begraben liegt, der 1744 eine Naturrechtslehre geschrieben hat. Und dann sagte, da jeder Mensch mit gleicher Würde ausgestattet ist, ist er eben auch gleich zu behandeln vor dem Gesetz
gleich. Also die Würde war für ihn vor allem auch eine Begründung für die Gleichheit. Das Problem, als Eleanor Roosevelt versuchte, eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte zusammenzuzimmern mit sehr vielen Nationen aus sehr vielen Kulturen, dass man eben nichts wirklich fand, worauf sich alle so einigen konnten. Nun hat dieser Begriff der Würde den Vorteil, dass er jetzt nicht nur in dieser Naturrechtslehre von Pufendorf vorkam, sondern auch in philosophischen Abhandlungen in verschiedenen Kulturen immer wieder aufgetaucht ist. Also das scheint so etwas zu sein, was auch interkulturell tauglich ist. Und zweitens ist er auch ein wenig unbestimmt. Ja, also man kann wahrscheinlich tausende von Seiten darüber schreiben, was Menschenwürde eigentlich bedeutet. Ja. Damit ist er aber auch geeignet, etwas zu sein, worauf sich alle einigen können. Denn wahrscheinlich ist es dann so, dass es da auf Interpretationen ankommt, dass jeder sich etwas anderes vorstellt. Dennoch ist es für uns der stärkste Begriff, denn er sagt eben nicht nur diese Gleichheit und die Rechtsgleichheit, er sagt eben nicht nur das, was in vielen anderen Erklärungen der Menschenrechte oder Grundrechten, die in Jahrhunderten erkämpft worden sind, steht, sondern er ist quasi ein Anker. Ja, er fängt eben sehr vieles auf, wie schon gesagt. Und dazu kommt, und dazu kommt natürlich Artikel 19, nämlich die Garantie der Unverletzlichkeit der Grundrechte. Das heißt, Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht. Das heißt, die Gesetzgebung darf sie nicht aushebeln. Dazu sagt Patrick vielleicht gleich noch etwas. Und natürlich in Verbindung mit Artikel 20 hatte ich schon erwähnt, der Sozialstaatsgarantie. Und Artikel 79, der Ewigkeitsgarantie, ist gerade Artikel 1 unveränderbar in seiner Form, aber auch Artikel 20 unveränderbar in seiner Form. Das heißt, ewig, solange eben das Grundrecht gilt, nicht? Und insofern ist es nicht veränderbar, dass wir ein sozialer Rechtsstaat sind, und es ist nicht veränderbar, dass bei uns die Menschenwürde gilt als Anker für alle Grundrechte. So, jetzt weiß ich nicht, wer zuerst möchte, Patrick oder FJ? Okay. Ich will gar nicht so lange reden, sondern nur eine Ergänzung bringen. Ich fand es auch immer schon interessant eigentlich, dass die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 von Absatz 1 unseres Grundgesetzes darstellt. Und habe mich als Kind schon immer gefragt, warum ist da von dem Begriff der Würde die Rede. Ich fand es ganz interessant, als, das ist schon einige Jahre her, es mag 10 Jahre her sein, vor einer Wahl mal Abgeordnete im Bundestag gefragt wurden, wie Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes lautet. Und tatsächlich, natürlich haben sie nur die gezeigt, die es nicht wussten, aber es waren viele. Da kamen Begriffe wie Freiheit und Gleichheit und also es wussten tatsächlich einige nicht, wie unser Artikel 1 Absatz 1 lautet. Im Absatz 2 wird ja ein bisschen spezifiziert, indem auf die Menschenrechte Bezug genommen wird. Und ich finde es auch sehr gut, wie es dargestellt ist, so als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, also wirklich ganz allgemein und ganz klar. Und meine Interpretation wäre jetzt dann die, dass man sagt, die Würde des Menschen ist also genau dann nicht angetastet, wenn die Menschenrechte geachtet sind, die dann sicherlich nochmal anderweitig zu definieren sind. Kann man das so sehen oder ist das dann vielleicht eine Einschränkung? Ja, ich finde das super, dass du den Absatz 2 nochmal angesprochen hast, weil den finde ich auch ganz bemerkenswert. Der heißt ja, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Weil da ist ja quasi festgelegt, was sind Menschenrechte, was sind Grundrechte eigentlich und wozu gibt es die? Und diese Bestimmung sagt ja zum einen, sie sind unverletzlich und unveräußerlich, das heißt, man kann sie nicht aufgeben, man kann sie nicht abschaffen, aber sagt eben auch,
Nur wenn Menschenrechte gelten, ist überhaupt ein menschliches Zusammenleben denkbar, kann es Frieden geben auch. Denn wenn man Menschenrechte verletzt, führt das dazu, dass Menschen dagegen aufstehen, also führt zu Bürgerkrieg und auch Grundlage der Gerechtigkeit in der Welt. Das heißt, die Menschenrechte sind universelle Menschenrechte, egal welche Staatsangehörigkeit man hat, egal wo man herkommt. Das ist auch was Besonderes im Grundgesetz, denn in den USA zum Beispiel gilt die Verfassung nur auf deren Staatsgebiet. Also bei uns haben die Grundrechte gelten für jeden und überall, wo Deutsche im Einsatz sind. Und das ist schon was ganz Besonderes, dass man diesen Wert der Menschenrechte als Grundlage eines menschlichen Zusammenlebens so stark betont. Und eine zweite Passage, die ich noch ansprechen will, die wir auch noch nicht genannt haben, ist im Artikel 19. Und zwar... Nee, ist im Artikel 20, und zwar der zweite Absatz, da heißt es nämlich, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Also man sollte meinen, in der Demokratie ist Volksherrschaft schon im Wort enthalten, aber ist oft in Vergessenheit geraten. Und danach heißt es weiter, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Ja, also da hat man eigentlich damals schon in das Grundgesetz gelegt, Volkssouveränität und die Möglichkeit von Volksabstimmungen. Und das ist ja etwas, was eigentlich nie so wirklich verwirklicht worden ist. Bis heute steht es aus, Einführung von direkter Demokratie auf Bundesebene. Man hat gerade diese Woche wieder eine Aktion gestartet, die das einfordert. Im Koalitionsvertrag ist so eine ominöse Passage drin. Man will das prüfen, ob das Sinn macht, das einzuführen in Deutschland. Wir Piraten wollen es sogar auf europäischer Ebene, aber das ist natürlich ein sehr dickes Brett zu bohren. Aber der Auftrag ist eigentlich im Grundgesetz enthalten und ich glaube, er ist sehr aktuell, denn wo das Volk sich entfremdet von der Politik, da bekommen eben auch die nationalistischen und autoritären Kräfte Auftrieb, mit denen wir im Moment so stark zu kämpfen haben. Das ist eine Folge davon, wenn die Menschen nicht mehr den Eindruck haben, dass Politik in ihrem Interesse gemacht wird. Ja, vielen Dank, Patrick. Ich möchte jetzt mal zum Thementisch gehen. Gib dir mal das Mikrofon weiter. Was habt ihr zu den Themen Menschenrechten so diskutiert? Also hier wurde leider nicht diskutiert, aber ich finde es ganz wichtig, nochmal herauszustreichen, dass dieser Begriff Menschenwürde so stehen gelassen wurde in dem Artikel und die Subsumption dann den Gerichten und den Gewalten überlassen wurde. Die Bedeutung als Offengrundrecht, das habt ihr ja schon sehr herausgestellt. Könnt ihr vielleicht noch kurz was dazu sagen? Es ist ein schrankenloses Grundrecht, was damit gemeint ist. Ewigkeitsgarantie habt ihr erwähnt. Und es steht ja drin, dass die staatliche Gewalt gebunden ist. Daran, welche Bedeutung und Ausstrahlungswirkung hat das auf die anderen Rechtsgebiete, Arbeitsrecht, Zivilrecht? Es steht ja im Artikel 2 drin, die Menschenrechte dienen der Gemeinschaft an sich. Ja, da gebe ich nochmal an Patrick. Also zu deiner ersten Frage, schrankenloses Grundrecht heißt, dass es hier eben keinen Satz gibt, aufgrund Gesetzes sind Einschränkungen möglich oder so. Ne? Also es ist nicht vorgesehen, dass die Menschenwürde irgendwie eingeschränkt werden kann. Sie ist uneingeschränkt zu achten. Da ist es übrigens auch schon mal zum Schwur gekommen im Fall, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, als es um das Thema Flugzeugabschuss ging. Da gab es mal ein deutsches Gesetz, was vorgesehen hat, im Terrorfall darf man Flugzeuge abschießen, wenn das nötig ist, um zu verhindern, dass meinetwegen das Flugzeug in ein Kernkraftwerk gesteuert wird und eine Massenkatastrophe gestartet wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz gekippt, wegen der Menschenwürde. Es verstößt gegen die Menschenwürde, Menschenleben gegeneinander abzuwägen und zu sagen, die einen schießen wir ab, um andere zu retten. Das darf man nicht und da darf man auch nicht rechnen. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiges und ganz grundsätzliches Urteil. Deine zweite Frage war, wie strahlt das aus auf andere Gebiete?
Also für Private sind ja die Grundrechte nicht unmittelbar anwendbar. Also du kannst nicht zu deinem Nachbarn sagen, alle Menschen sind gleich, ich will jetzt auch deine Veranda mit benutzen. Ganz so einfach geht es nicht, aber die Gerichte sind auch an die Grundrechte gebunden, wenn sie privates Recht sprechen. Das heißt, indirekt im Arbeitsrecht zum Beispiel müssen natürlich die Arbeitsgerichte auch die Menschenwürde achten und dürfen dann eben zum Beispiel Tarifverträge oder Arbeitsverträge nicht so auslegen, dass es gegen die Menschenwürde verstoßen würde. Also sie sind schon indirekt auch daran gebunden, deswegen entfaltet diese Menschenwürde auch Maßstabswirkung im privaten Recht. Ja, schönen Dank an Patrick, schönen Dank an den Thementisch und schon sind wir bei der Schlussrunde. Bei Effli neben mir als letzter gekommen ist, du hast dich noch nicht vorgestellt, kannst dich vielleicht noch kurz vorstellen und dann dein Resümee ziehen, was hat dir diese Diskussion heute gebracht? Ja, also mein Name ist Franz Josef Schmidt, ich bin ja Kandidat auch auf der Liste für das Europäische Parlament auf Platz 5 und hier jetzt auch in Berlin der politische Geschäftsführer der Piraten in Berlin. Diese Diskussion fand ich äußerst anregend. Also ich hatte ja auch die Ehre am Meinungstisch, also am Thementisch zur Meinungsfreiheit zu sitzen, was mich in vielerlei Hinsicht berührt, einmal als Wissenschaftler an der TU Berlin, weil da sehr viel diskutiert wird eben über die Partizipation verschiedener Interessengruppen und die Sicherstellung der Freiheit von Forschung und Lehre in diesem Kontext. Und aber auch ja jetzt, gerade weil es so ein top aktuelles Thema der Piraten ist, also ich sag mal, die Upload-Filter und der Artikel 13 jetzt vom Urheberrecht, kann ja nicht sein, dass da sozusagen Dinge beschlossen werden, die wir also grundgesetzmäßig eigentlich ausgeschlossen haben. Und dann war es für mich auch nochmal neu oder auch nochmal wichtig, mir klarzumachen, ja, Moment, das ist aber europäisches Recht. Das steht möglicherweise sogar über dem Grundgesetz. Also solche Aspekte sind wichtig und ich fand, da ist auch sehr anregend zu sagen, da ist eben auch dann nicht unbedingt ganz, vielleicht nicht so ganz klar, ne, wo sich das alles noch hinbewegen wird, und deswegen ist es auch wichtig, die richtigen politischen Kräfte daran zu lassen, weil da eben Dinge möglich sind, die auch aus dem Ruder laufen können, wenn man die falschen politischen Kräfte dann ranlassen würde. Und ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, die richtigen Leute, auch, ich sag mal, einfach Leute, die für Grundrechte, für Menschenrechte, für die Würde des Menschen einstehen und darauf aber auch eine konstruktive Europapolitik machen wollen, zu wählen. Das ist wahnsinnig wichtig, und wenn wir das versäumen, wenn wir diese Chance versäumen, dann ist eben alles offen. Und das betrifft dann jeden von uns in einem negativen Kontext. Und wer da denkt, man kann ein bisschen spielen und vielleicht ein bisschen Druck ausüben, liegt eigentlich falsch. Also man sollte sich das sehr gut überlegen. Danke, FJ. Jetzt gehen wir von rechts nach links. Marlene, bitte. Ja, also die Diskussion war in jedem Fall sehr interessant, und ich glaube, alle haben hier doch noch den einen oder anderen Aspekt mal gelernt, auf den man doch noch nicht gekommen ist, weil also sind ja nicht alle Juristinnen und Juristen. Und die Wichtigkeit wurde auch betont. Und da kann ich auch nur allen Leuten empfehlen, guckt mal ab und zu mal da rein in dieses Grundgesetz. Also es steht auch im Internet, wenn man sich nicht von der Bundeszentrale holen will oder anderswo. Weil an der einen oder anderen Stelle ist auch was verborgen, was entweder eine Sache ist, die gar nicht so gut läuft, wo man was dran tun soll. Oder es ist eine Stelle, wo was drin ist, was man ja auch nutzen kann quasi und weiterführen kann und weiterarbeiten. Also wir sollten ein Auge drauf haben und es nicht Leuten überlassen, die ihm nicht so wohlgesonnen sind, und auch mal schauen, dass andere Leute dann in 70 Jahren da sitzen und 140 Jahre feiern können oder etwas, was sich daraus entwickeln kann. Wir müssen es beschützen, und das werden wir doch, glaube ich, alle machen, und wie gesagt, mal anschauen, ab und zu dran denken und es nicht denen überlassen, die es gar nicht mögen. Ja, ich kann mich meinen Vorrednern bisher eigentlich nur anschließen. Es war eine sehr interessante Diskussion. Es war für mich auch sehr interessant, weil es für mich tatsächlich die erste Diskussion dieser Art war.
Und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, herzukommen. Ich hatte ja doch eine etwas weitere Anfahrt und darf morgen wieder zurückfahren. Es war sehr interessant, es war sehr anregend. Es ist auch interessant, sich im Kontext, also man liest das Grundgesetz mal, man beschäftigt sich damit. Spätestens im Politikunterricht in der Schule beschäftigt man sich damit. Aber sich wirklich mal einzulesen und darüber nachzudenken, ich gehe zu einer Diskussion, einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema und sich mit diesem Gedankengang nochmal damit zu beschäftigen. Das gibt einem nochmal eine andere Perspektive, finde ich, ein bisschen. FJ, du hast angesprochen vorhin mit Artikel 13 als Paradebeispiel, also mit der Urheberrechtsreform, das ist eine andere Sache. Wir müssen darauf achten, dass wir dieses Grundgesetz, diese Menschenrechte, die uns auch diese Grundrechte, die uns festgeschrieben werden, die uns in Deutschland hier, die wir zum Glück in einer sehr, sehr guten Form, wenn auch nicht mehr ganz so guten Form haben, was gerade leider an sehr vielen Stellen passiert, ist, dass diese Grundrechte, dass Menschenrechte dem Profit geopfert werden. Dass, wie jetzt im Fall von der Urheberrechtsreform, unsere Meinungsfreiheit im Endeffekt dem Profit von Verlagen geopfert wird. Weil es heißt, ja, wir wollen mehr Geld verdienen. Oder dass die Menschenwürde für Waffenexporte geopfert wird. Vielleicht nicht unbedingt unsere Menschenwürde hier vor Ort, aber dafür die von Millionen von anderen Menschen. Im Jemen zum Beispiel oder sonst wo. Es gibt sehr viele Länder, in denen es momentan einfach nicht gut läuft und in denen wir trotzdem Waffen exportieren. Die Liste könnte man weiterführen. Wir müssen einfach gemeinsam darauf achten. Wir haben hier ein Grundgesetz, es ist nicht perfekt, aber es ist sehr, sehr gut. Es hat sehr viele wichtige Punkte. Und auch wenn es nur am Ende an Artikel 1 hängt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Absatz ist so wichtig. Wir dürfen dieses Grundgesetz nicht für Profit verkaufen. Kann ich gar nicht toppen, deinen Appell jetzt hier am Ende. Ich finde, die Veranstaltung war toll und es war gut, dass sie so gut vorbereitet ist, auch wie alle Themen und ihre aktuelle Dimension nochmal so gut vorbereitet war, sodass wir eine gute Diskussionsgrundlage hatten. Ich will nochmal vielleicht auf die Bezeichnung der Veranstaltung zurückkommen, Grundrechte verpflichten, weil ich finde das so einen tollen Ansatz. Grundrecht ist ja erstmal ein Recht eines Bürgers, aber dass daraus auch eine Verpflichtung folgt, dafür einzustehen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, denn solche Rechte stehen ja erstmal nur auf dem Papier. Und die sind ja nur so gut und so viel wert, wie wir sie auch einfordern und geltend machen. Und wir sind ja nur eine ziemlich streitlustige Partei. Also es kommt schon öfter mal vor, dass der ein oder andere seine Grundrechte vor Gericht einfordert. Und ich finde, das ist auch so eine Art Selbstgewisserung für uns und eine Bestätigung, dass es gut ist, dass es die Piratenpartei gibt, weil wir eben die Grundrechtspartei sind, die sich dem Schutz unserer Grundrechte verpflichtet fühlt. Und das muss auch so weitergehen. Danke, Patrick. Ich bin übrigens Alexander Spieß, auch Listenkandidat für die Europawahl, stellvertretender Landesvorsitzender hier in Berlin. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, diese Veranstaltung vorzubereiten. Ich habe da auch wieder eine Menge gelernt und Leute wirklich, Zoe hat recht, guckt mal öfter ins Grundgesetz, da verstecken sich viele Dinge. Und ich habe den Eindruck, dass das viele Politiker und Politiker nie gemacht haben, dass sie das Grundgesetz nicht kennen. Das bedeutet auch, warum so viel schlechte Politik gemacht wird. Aber die Piraten werden immer für Bürger- und Menschenrechte kämpfen. Und deswegen ja, wünsche ich euch allen viel Erfolg dabei. Eine kleine Anmerkung noch. Ja, ich will ganz kurz selber noch was sagen, weil mir gerade noch was aufgefallen ist, was ich tatsächlich sehr, sehr cool finde, jetzt, wo ihr es auch erwähnt habt. Wir haben mit Frank Herrmann, der jetzt leider schon gehen musste, heute bei der Podiumsdiskussion tatsächlich gleich 4 Europakandidaten unserer Partei gehabt, inklusive Spitzenkandidat, was eine Sache ist, die ich tatsächlich sehr, sehr cool finde, weil ich das
bei wenigen Parteien so mitbekommen habe, obwohl die meisten wesentlich mehr Europakandidaten haben als wir. Deswegen bin ich gerade sehr froh, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt und dass wir so eine coole Aktion nochmal gemacht haben. Und ich sag mal, ich hoffe, dass wir möglichst viele von euch am Montag dann ins Europaparlament begrüßen können, nach der Wahl. Und da wollte ich jetzt gleich mal anschließen an dieses Thema, dass wir jetzt hier immerhin noch drei Europakandidaten sitzen haben. Wann bekommen wir eine europäische Verfassung? Das ist doch jetzt mal die Anschlussfrage. Also ich Was kann man dafür tun? Ich kann jetzt aus unserem Europawahlprogramm der letzten beiden Wahlen zitieren. Wir möchten, dass ein Verfassungskonvent gewählt wird und eine europäische Verfassung ausgearbeitet wird. Dafür stehen wir auch. Das muss aber ein vom Volk gewählter Bürgerkonvent sein und nicht ein von den Staats- und Regierungschefs eingesetztes Fachexpertengremium. Mit Abstimmung. Das würde 100 Jahre dauern. Gut, ja, also damit ich doch das Schlusswort behalte, ja, danke euch alle, dass ihr so fleißig mitdiskutiert habt und wünsche uns viel Erfolg bei der bevorstehenden Europawahl.